Hallo und herzlich willkommen hier auf die Meris, dem süßesten Meerschweinchen-Kanal auf ganz YouTube. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und traurigerweise ist ja seit dieser Woche ein süßes Meerschweinchen weniger unter uns. Und zwar die Praline. Auf der einen Seite ist es natürlich traurig, aber auf der anderen Seite ist es mit 6 Jahren und dem, was sie jetzt auch schon alles durchgemacht hatte, aber auch wirklich in Ordnung. Und da wir hier aber auch nochmal die letzten Fragen beantworten möchten, die halt noch offen sind, machen wir jetzt dieses Video. Falls wir irgendeine vergessen haben, stellt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass es zu allem ein Video gab. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an, aber vorher das Intro. Und dann sind wir auch schon wieder mit den süßen Fellpopos. Dann fangen wir auch einfach direkt mal an und zwar mit der allerwichtigsten Frage. Warum wurde Praline eigentlich eingeschläfert? Wie ihr mitbekommen habt, hatte sie letztes Jahr eine Gebärmutterentzündung, was dazu führte, dass sie viel rumlag und auch noch das Bein verlor durch eine weitere Entzündung. Gegen Ende des Jahres hatte sie dann eine Hormonstörung bekommen, wodurch sie dann auch noch ihr Fell verloren hat, was soweit jetzt nicht schlimm war. Doch nach den ganzen Strapazen hat sie jetzt auch eben Kreislaufversagen gehabt. Der Tierarzt erzählte, dass sie im gesamten Körper Wasser angesammelt hat, vor allem in den Beinen. Durch das Kreislaufversagen hat sie wohl auch kaum noch etwas mitbekommen. Die wohl schlimmste und beste Entscheidung war eben daraufhin, sie einschläfern zu lassen, um sie eben von ihrem Leiden zu erlösen. Was wäre denn die nächste Frage? Die nächste Frage ist, werdet ihr euch nochmal ein Meri zulegen oder bleibt es erstmal so? Nein, momentan werden wir uns kein neues Meerschweinchen holen. Natürlich können wir nie genug Meerschweinchen haben, aber man muss auch mal für sich selber eine Grenze ziehen. Und solange die jetzt nicht unter 6 fallen, dass wir sagen, oh, das sind jetzt aber doch schon ziemlich wenig, bleibt es erstmal bei der Anzahl, die wir haben. Und bevor ihr fragt und das letzte Update-Video noch nicht geguckt habt, wir haben momentan 7 Müffelstücke. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig zu verstehen, dass selbst wenn wir uns jetzt neue Meerschweinchen holen, wir damit keine anderen ersetzen wollen. Das geht auch gar nicht. Kein Meerschweinchen kann ersetzt werden. Jedes hat seine eigene Persönlichkeit und ein besonderes Aussehen. Wir hoffen ja, dass wir demnächst irgendwann umziehen werden und dort werden wir dann auch ein eigenes Meerschweinchenzimmer haben. Das bedeutet auch, dass der Stall noch wesentlich größer sein wird. Und dann werden wir auf jeden Fall auf das Thema mit dem "Werdet ihr euch neue Meerschweinchen holen?" nochmal zurückkommen. Versprochen. Nächste Frage. Werden eure Meerschweinchen beerdigt? Ja, unsere Meerschweinchen werden beerdigt. Dafür sorgen wir persönlich selbst. Da ich noch einige Kommentare gelesen habe, die mir gar nicht gefallen haben, mit dem Thema, ja, werdet ihr mal direkt zum Tierarzt gegangen? Auf der einen Seite finde ich das natürlich unglaublich beleidigend, weil wir immer diejenigen sind, die allen anderen quasi sagen, dass sie sofort zum Tierarzt gehen sollten. Wenn einem das dann natürlich selber unterstellt wird, dann ist man da schon ein bisschen angenervt. Natürlich gehen wir immer sofort, wenn unsere Meerschweinchen was haben, direkt zum Tierarzt. Und das solltet ihr natürlich auch tun. Ein Tier verhält sich anders als sonst, besser mal nachchecken lassen. Und so haben wir das auch mit Praline gemacht. Wir waren sogar noch wesentlich öfter beim Tierarzt. Es hat sich wahrscheinlich im Video nur so komisch angehört, als würden wir noch einen Tag warten. Aber ihr könnt euch immer hundertprozentig sicher sein, dass wir sofort laufen, wenn mit unseren Müffelstücken etwas nicht stimmt. Wir haben natürlich auch den ultimativen Vorteil, dass unser Arzt direkt um die Ecke ist. Also keine 2 Minuten zu Fuß. Einfacher geht's kaum. Dann noch eine Sache, auf die wir gerne mal zu sprechen kommen sollten. Sarah spricht gerade kein Meerschweinchen. Ob sich das demnächst ändern wird, werden wir mal gucken. Vielleicht könnte sie ja Brösel sprechen. Hey, es gibt einige Jungs, die von Frauen gesprochen werden. Vielleicht kriegen wir das mit der Stimme ja mal hin, aber wir sind uns da auch noch nicht so sicher. Ihr persönlich ist das jetzt auch nicht so dringend wichtig, dass sie ein eigenes Meerschweinchen spricht. Wir haben uns jetzt ja auch ein bisschen weiterentwickelt und obwohl unsere Meerschweinchen natürlich auch sprechen und das werden sie natürlich auch weiterhin tun, ist es für uns
auf der anderen Seite auch sehr wichtig, dass wir sehr viele Informationen an euch weitergeben können. Weil zum Beispiel damals habe ich persönlich so einiges falsch gemacht und das möchte ich jetzt mit den ganzen neueren Videos, die wir machen, halt ausbessern. Wenn ich mir die Kommentare so ansehe, dann machen wir bis jetzt alles richtig. So, ich hoffe, damit sind die letzten Fragen zu unserer kleinen süßen Praline geklärt. Wir werden sie natürlich niemals vergessen und das, denke ich mal, werdet ihr auch nicht tun. Wir wünschen euch noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens am Mittwoch zu einem neuen Meerschweinchen-Video. Für alle, die nicht abwarten können, auf dem Müffelstücken gibt es auch neueste Videos. Wir wünschen euch alles Gute und an dieser Stelle würden wir einfach mal sagen, man hört und stört sich. Bis dann!